Es war ein etwas anderer Fernsehabend hier in Texas, nahe der mexikanischen Grenze. Gemeinsam mit Freunden schaute Wolf Chepper die Rede von US-Präsident Trump. Alles, was er sagte, war logisch und zeugt von gesundem Menschenverstand. Das hat Silvia Ramirez einige Kilometer entfernt anders gesehen. Der Präsident hat mir das Gefühl gegeben, ein Mensch zweiter Klasse zu sein, da ich von Mexikanern abstamme. Trumps Rede hatte nur ein Thema: Einwanderung. Per Live-Übertragung aus dem Oval Office verkündeten andere Präsidenten den Beginn eines Krieges. Trump sprach von einer Sicherheitskrise, unerlaubte Einwanderung sorge für Kriminalität und Drogensucht. In den letzten Jahren wurden Tausende Amerikaner brutal umgebracht von Menschen, die illegal in unser Land kamen. Und es werden Tausende mehr werden, wenn wir nicht sofort handeln. Trump will eine Mauer zur mexikanischen Grenze. Die Demokraten stellen sich gegen deren Finanzierung, werfen Trump Lügen und Panikmache vor. Der wiederum weigert sich, den Haushalt ohne die rund 6 Milliarden Dollar für die Mauer abzusegnen. Seit Wochen steht die Regierung still. Hunderttausende Staatsangestellte bekommen keinen Lohn. Die Demokraten werden nicht einlenken. Das machten sie nach Trumps Rede noch einmal klar. Das Wahrzeichen von Amerika sollte die Freiheitsstatue sein und nicht eine 10 Meter hohe Mauer. Trump erwägt nun, den nationalen Notstand auszurufen. Das Geld für die Mauer könnte er so aus dem Verteidigungsetat nehmen. Die Demokraten haben bereits angekündigt, dass sie dagegen klagen würden.